In der Regionalliga Nordwestfrauen kam es zum Aufeinandertreffen zweier Osnabrücker Teams. Der Volleyballclub Osnabrück empfing die Damen des TV Schlederhausen. Das Duell der beiden Aufsteiger bot den knapp 250 Zuschauern Spannung pur. Dabei sah alles nach einer schnellen Nummer aus. Die Gäste aus Schlederhausen, im unteren Drittel der Tabelle angesiedelt, hatten überhaupt nichts zu verlieren und spielten wohl genau deshalb stark auf. Die ersten beiden Sätze, 21 zu 25 und 21 zu 25, gingen an den Außenseiter. VCO-Trainer Gunnar Kraus traute seinen Augen kaum. Ich glaube, auch wenn die Mädels das vielleicht nicht zugeben, dass sie arrogant waren. Also ich finde, sie haben überhaupt nichts investiert am Anfang und haben gedacht, das schaukeln sie ganz locker nach Hause. Und ich bin froh, dass sie das dann irgendwann begriffen haben. Erst nach dem 0:2 Rückstand wachten seine Damen endlich auf und kämpften sich mit einer Energieleistung zurück in die Partie. So ging es für beide Teams in den Tiebreak-Satz. Die Gäste drohten auseinander zu brechen, denn der Spielverlauf in Satz 4 schien schon zu deutlich. 25 zu 8 für die Heimmannschaft. Doch es kam anders. Schlederhausens Damen bündelten auch nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Merle Wültener noch einmal alle Kräfte und gingen in den Last-Minute-Fight. Traumhafte Ballwechsel am späten Abend. Volleyballherz, was willst du mehr? Franziska Detmer holte gleich mehrmals die Peitsche raus. Doch der TV in der Defensive stark. Mit einem Ass sollte das Spiel dann aber beendet werden. Rebecca Siefke bat mit Millimeterarbeit die Osnabrücker Damen zum Jubeltanz. TV-Coach Dieter Wültener war natürlich enttäuscht, dass es nicht für mehr reichte, aber seine Damen sollte man im Kampf um den Klassenerhalt keineswegs abschreiben. Wir geben uns nicht auf und wir wollen weiter Spaß haben, auch wenn da mal so eine 3-2-Niederlage oder auch vielleicht eine 3-1-Niederlage rauskommt. Wie gesagt, es muss jeder mit uns rechnen und wir sind auch immer für eine Überraschung gut.